Herzlich willkommen zu einem neuen Studium in unserem Jakobusbrief. Wir haben bisher einige Lehren gelernt. Wir haben gesehen, dass es um praktische Arbeit geht, wenn wir den Jakobusbrief lesen und studieren. Wir haben gesehen, dass er nicht ein Theoretiker ist, nicht einer, der eine Theorie aufstellt, sondern ganz praktisch das Leben eines Christen beschreibt. Wir wollen uns erinnern, dass die Zunge ein Glied ist, das direkt verbunden ist mit unserem Herzen. Wir haben gesehen, dass die Zunge sofort reagiert auf das, was wir entscheiden. Die Entscheidungen mögen uns manchmal überraschen, weil wir sehen, was aus unserem Munde herauskommt. Und so ist es ganz wichtig, dass wir an der Art und Weise, wie wir sprechen, erkennen, ob unser Herz ein Herz ist, das von Gott geführt ist, oder, wie der Jakobus beschreibt, von der Hölle entzündet ist. Wir wollen heute einen Schritt weitergehen in dieser praktischen Arbeit. Das ist alles immer zusammenhängend. Wir haben angefangen mit der Klarheit, dass Anfechtungen Mittel sind, wodurch wir erkennen, ob unser Glaube fest ist, ob er richtig ist, und dass je nachdem, wie wir reagieren in der Anfechtung, wir entweder von Gott geführt sind oder von unserem eigenen schlimmen Auge. Und es ist immer gut, dass wir den Überblick über das, was wir studieren, nicht verlieren. Es geht immer noch darum, dass wir zu Erstlingen werden, dass unser Leben ein reifes, ein vollkommenes wird, dass unsere Art und Weise sich in das Ebenbild Christi verändert. Und nun haben wir heute den Punkt, der von Anfang schon angewendet wurde oder erwähnt wurde: Wer der Weisheit mangelt, der bitte Gott, in Jakobus 1, Vers 5. Und jetzt in diesem dritten Kapitel beschreibt er uns diese Weisheit. Und unser Titel heißt: Die Demut himmlischer Weisheit. So, die Frage ist: Was ist Weisheit? Wie können wir es beschreiben? Was ist sie? Was sagt der Jakobus? Was ist Weisheit? Lasst es uns lesen. In Jakobus Kapitel 3, wir haben ja unsere Kapitel und unsere Abschnitte, und es ist wichtig, dass wir sehen, dass die Abschnitte zusammenhängend sind. So, das Thema der Weisheit ist einbegriffen in das Thema unserer Sprache, in das Thema unserer Zunge. Weil Weisheit kommt durch unser Reden hervor. So sagt er hier in Kapitel 3, Jakobus ab Vers 13: Wer ist weise und verständig unter euch? Das ist ein Fragezeichen. Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmutigkeit, die aus der Weisheit kommt. So, der erste Punkt, der hier mir wichtig ist, dass wir verstehen von der Weisheit. Und ich schreibe es mal rot: Die Weisheit ist quasi eine Eigenschaft, die
laut dem Jakobusbrief, und wir wissen, dass der Heilige Geist es ist, der schreibt, etwas zu tun hat mit Werken. So, die Weisheit tut etwas. Die Werke beweisen, ob ein Mensch weise ist oder nicht. So, die Weisheit ist durch Werke, wird sie offenbar. Und die Werke sind getan in Sanftmut. Wir könnten auch sagen, Demut. So, das Erstaunliche ist, dass der Jakobus, wenn er von Weisheit spricht, nicht von Intelligenz spricht. Er spricht auch nicht von Erkenntnis als solches, sondern er sieht die Weisheit als eine praktische Fähigkeit zu handeln. Wenn wir heute sehen, die Menschen, wie sie sagen und meinen, Weisheit ist, dann findet sich der Trend, die Weisheit ist Erkenntnis, Wissen. Nun, es gehört dazu. Aber was entscheidend ist, was die Weisheit im Leben eines Menschen beweist, ist seine Fähigkeit, weise zu handeln. Und die Sanftmut und Demut, die Werke getan aus Sanftmut und Demut, sind ein Beweis, dass die Weisheit im Leben dessen, der sie tut, existiert. Es ist erstaunlich, der Jakobus macht es so deutlich, und ich möchte das immer wieder betonen, es ist ja nicht der Jakobus, es ist Gott, der uns hier anspricht. Er möchte uns klar machen, wie der Glaube ohne Werke tot ist. Wie der Glaube sich sichtbar wird durch Werke, so wird auch die Erkenntnis, die ja etwas Geistiges ist, die Weisheit, die etwas Geistiges ist, sichtbar durch Handeln. Sichtbar durch Handeln. Und die Frage ist, wie handeln jetzt die Christen? Wie sieht er, dass sie handeln? Weil er geht jetzt in ein Bereich hinein, der recht deutlich, praktisch wird und ermahnend für die Gemeinde. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische steht hier, der Luther übersetzt, menschliche, dämonische, teuflische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, ja, Luther übersetzt hier, wo Streit ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. So, wir sehen die
zwei Weisheiten, die wir in unserer Betrachtung haben, sind unterschiedlich in ihrem Handeln. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften oder die Frieden halten. So, es ist, wenn wir noch im Hintergrund unseres Wissens den ganzen Abschnitt haben, den wir bisher gelernt haben, so fasst er nun zusammen in zwei Versen, die das Leben, den Charakter, wenn man so will, eines wahren Christen, den Charakter eines Menschen, in denen Christus wohnt. Wie sieht er aus? Lasst uns diese paar Dinge an die Tafel schreiben. So, was ist Weisheit? Die Weisheit ist erstens rein. Rein, die Werke, Sanftmut und Demut. Rein, ja, was meinte er wohl mit rein? Rein, Luther übersetzt das Wort keusch. Und rein und keusch bedeutet, dass man eine Selbstbeherrschung hat. Die Reinheit ist die Fähigkeit, sich selbst zu beherrschen. Selbstbeherrschung. Wenn er von der Zunge spricht am Anfang, wenn er davon sagt, sie kommt hervor aus der Hölle, sie entzündet ein großes Feuer und wird von der Hölle entzündet und kann nicht gezähmt werden, so sagt er deutlich, wenn jemand weise ist, wenn jemand neugeboren, wenn jemand lernt von Gott, dann kommt als erstens seine Selbstbeherrschung, seine Reinheit, seine Keuschheit. Das ist ein Wort, das etwas ausdrückt, das Souveränität zeigt. Und Reinheit auf geistiger Ebene ist Selbstbeherrschung. Eine Frucht des Geistes, die ganz deutlich da ist. Die Weisheit ist zuerst selbstbeherrscht. Sie ist zuerst unantastbar. Ich finde es schön, wie er sagt, okay, als allererstes musst du Selbstbeherrschung lernen. Dann hast du die Weisheit. Aber er hört dort nicht auf. Er sagt, die Weisheit ist zunächst rein, zunächst selbstbeherrscht. Und dann ist sie friedfertig. Ja, passt ja gut zusammen. Jemand, der sich nicht beherrschen kann, ist auch nicht friedfertig. Friedfertig. Und dann, nach dieser Friedfertigkeit, kommt sie, sie ist gütig. Gütig. Das heißt, sie schaut den anderen Menschen mit Wohlwollen an. Wohlwollend. Wohlwollend.
wohlwollend. Und das ist jetzt eine große Sache. Sie lässt sich was sagen. Das heißt, die Weisheit von oben ist nicht zu. Sie hat nicht den Eindruck, sie weiß alles, sondern sie ist aufmerksam. Sie ist belehrbar. Sie lässt sich was sagen. Belehrbar. Eines der großen und der schwierigsten Sachen für unser eigenes Ich ist, dass es nicht belehrbar ist. Der Mensch von seiner eigenen Selbstsucht getragen, von seiner Stolz, der ist nicht belehrbar. Man kann dem nichts beibringen. Es ist eine furchtbare Sache, in der uns das Ich steuert, dass wir in unserem Irrtum, in unserer Blindheit unbelehrbar sind. Wir lassen uns nichts sagen. Wir wissen alles. Wir haben ja sowieso das Ganze, man sagt es in weltlichen Worten, die Weisheit mit den Löffeln gegessen. So sind wir also, wir sind voll. Wir lassen uns nichts mehr sagen. Wir sind nicht belehrbar. Die Weisheit von oben ist nicht eine Sache, die zu ist, sondern die einen fördert, immer mehr zu kennen und zu wissen und zu tun. Sie lässt sich was sagen. Sie ist also gegenüber dem anderen nicht bestimmend, belehrbar, nicht bestimmend. Sie ist barmherzig. Wiederum eine Haltung. Ihr seht, das sind alles die Werke. Das sind alles Werke. Barmherzig. Man will über den anderen nicht bestimmen. Sie ist barmherzig. Und was ist sie dann? Und hat gute Früchte. Und die Früchte könnten wir auch hier wieder an die Werke setzen. Gute Früchte. Und die Frucht ist ja nicht das Werk selbst, aber wenn jemand weise handelt, dann wird das bei den anderen zu einer guten Frucht bringen. Sie sind ein Wohlgeruch. Das heißt, sie beeinflussen den anderen, Gutes zu tun. Das ist jetzt die Frucht der Weisheit. Sie strahlt um sich herum und man sieht, dass wenn ein Weiser da ist und wie er sich benimmt, wie er diese Qualitäten zum Vorschein bringt, das bringt eine Frucht, das bringt einen Einfluss um ihn herum, der ist groß, weil jeder wird sich in der Gegenwart eines Menschen, der sanftmütig und demütig ist, der selbstbeherrscht ist, der friedfertig ist, der zuhören kann, der belehrbar ist, ja, der sich was sagen kann, der voller Güte den anderen anschaut, belehrbar zuhören kann. Dass dem anderen nicht ins Wort fällt, ist eine schwere Sache, dem anderen nicht ins Wort zu fallen. Der barmherzig ist, was wird das für eine Frucht bringen? Stellt euch vor, wir als sogenannte Christen würden diese Qualitäten in unserem Leben haben. Und zwar
nicht nur dann und wann, sondern gerade dann, wenn wir in Anfechtung sind, wenn wir in Not sind, wenn alles um uns herum stürmt und drückt und wir haben die Fähigkeit, diese Dinge zu tun. Glaubt ihr, dass jeder in unserer Gegenwart sich wohlfühlen würde? Glaubt ihr, dass die Frucht massiv und groß wäre? Ich bin 100% davon überzeugt. Es ist voller guter Früchte. Und sie ist nicht parteiisch, unparteiisch, frei von Heuchelei. Ohne Heuchelei. Haben wir nicht alle diese Dinge schon durchstudiert hier im Jakobusbrief? Unparteiisch zu sein ist nicht eine leichte Sache. Unser irdisches Herz, unser blindes Auge ist immer parteiisch. Nur das Auge Gottes, nur die Weisheit, die von oben kommt, ist eine, die unparteiisch ist und die nicht heucheln muss. Und er beendet so hier diesen Abschnitt, obwohl es ja weitergeht im Kapitel 4 nicht. Da geht es um denselben Abschnitt. Die Kapitel haben ja die Bibel danach geschrieben haben, eingeteilt, um das Ganze so ein bisschen übersichtlich zu machen. Aber am Anfang, als der Jakobus geschrieben hat, hat er das nicht in Kapiteln aufgeteilt. Und das ist ein einziger Brief, ja, mit seinen Abschnitten. Und er geht weiter in Kapitel 4, wo es um die Streitigkeiten geht, weil er sagt hier in Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit. Und er verwendet in diesem ganzen Abschnitt zwei Dinge, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Erst einmal ist das Wort bei der Weisheit, er verwendet das Wort Wahrheit. Und er verwendet das Wort Gerechtigkeit. Und er sieht in seiner Haltung, in seinem Schreiben keinen Unterschied davon. Das heißt, hier im Vers 14 sagt er, wenn ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. So, das heißt, wenn diese Dinge nicht hervorkommen in unserem Leben, dann sind wir nicht in der Wahrheit. Dann sind wir in der Lüge. Und die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden denen, die Frieden halten. So, die Gerechtigkeit und die Wahrheit sind in diesem Zusammenhang der Ausdruck. Die Wahrheit ist das, was beweist, ob wir in Gott sind. Und die Gerechtigkeit ist auch das, was beweist, ob wir in Gott sind. So, Wahrheit und Gerechtigkeit hat etwas zu tun mit Weisheit und hat etwas zu tun, ich würde sagen, mit unserem Lebensstil, Lebenswandel. Wir geben heute einen großen Wert auf Lebensstil im Sinne eines, sage ich jetzt mal, äußeren Lebenswandel, dass wir das Richtige essen, dass wir das Richtige trinken, dass wir achten so sehr auf, ja, dass die Mahlzeiten vielleicht nicht zu früh oder zu spät, wir sind so fokussiert auf einen äußeren, sage ich jetzt mal, rein körperlichen Lebensstil und wir propagieren ihn als die Gesundheit in der Welt. Es ist für mich unverständlich, dass wir nicht verstehen können, dass der Lebensstil der Weisheit
Der beinhaltet auch den, ganz klar. Aber der ist gegenüber diesem Lebensstil minimalst. Er ist da, er gehört dazu, aber er ist peripher, er ist nicht zentral. Für den äußeren Lebensstil, den wir so heute als gesund erklären, brauchen wir die Kraft Gottes nicht. Das Innere unseres Herzens, das falsche Auge, kann einen perfekten äußeren Lebensstil mit der gesunden Ernährung, mit der gesunden Haltung, mit dem richtigen ins Bett gehen. Das kann alles das blinde Auge, das falsche Auge, die Selbstsucht produzieren. Aber sie kann diese Sachen nicht herstellen. Du kannst einen Menschen mit dem falschen Auge immer provozieren, dass er nicht demütig ist, dass er sich nicht beherrscht. Du kannst es tun. Du wirst es auch schaffen. Und er wird nicht die Fähigkeit haben, im Streit friedfertig zu sein. Er wird es nicht haben. Er wird auch nicht gütig sein gegenüber denen, die falsch handeln. Er kann es nicht. Es ist unmöglich. Oder barmherzig. Oder belehrbar. Zuzuhören, wenn das Ganze im Streit ist. Dieser Lebensstil, diese Frucht der Gerechtigkeit, diese Frucht der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden. Sind wir Christen Friedensmenschen? Und es gibt auch da wiederum ein Fake, das heißt einen Frieden, der keiner ist. Das heißt, einen kompromissvollen Frieden, in dem man an der Wahrheit oder an der Gerechtigkeit zurückschraubt. Den Frieden gibt es nicht. Die Weisheit, wo man ja um des Friedens willens Kompromisse eingeht, das ist kein Friede. Wir müssen keine Kompromisse je eingehen und können immer friedfertig und immer diese Charaktereigenschaften der Weisheit hervorbringen. Das muss unser Bild nach außen sein. Das muss das Bild meines Charakters sein. Sonst werde ich keine Frucht bringen können. Sonst werde ich kein Erstling sein können unter denen, die von der Erde erkauft werden. Geht in irgendeine Gemeinde oder guckt euch eure Gemeinde an. Oder Kirche oder wo auch immer. Ihr geht und die geistige Gesellschaft anschaut. Seht ihr die Werke in der Gemeinschaft? Seht ihr, dass ihr es ausleben könnt? Seht ihr, dass die Gemeinschaft bestrebt ist, dieses zu erfüllen in ihrem Leben? Ich komme ja mit Gottes Hilfe viel herum. Ich kann natürlich nicht schnell immer mir einen Überblick erschaffen. Aber ich sehe es nicht als ein grundsätzliches Bestreben unter den Christen, Weisheit zu lernen, weise zu werden. Ich sehe nicht, dass sie bestrebt sind, diese Eigenschaften, koste es, was es wolle, in ihr Leben einzubringen. Ich sehe, dass die
einen auf ihre Erlösung pochen und sagen, wir sind erlöst, alles ist gut. Und ich sehe die anderen, sie streiten und versuchen, die anderen zu korrigieren. Und ich sage mir, beide haben es nicht verstanden. Lasst uns schauen. Lasst uns den Mann betrachten, dem es gegeben wurde, weise zu sein. Wir kennen einen weisen Menschen, der zu dem Gott kam und ihm fragte, was er will. Und er sagte, er will Weisheit haben. Und Gott gab ihm sie. Ja, sie war verbunden mit der Fähigkeit zu richten und zu entscheiden. Und er ist mit ihr nicht sehr gut umgegangen und hat vieles verloren. Aber es zeigt sich, dass der Salomo in seiner Gabe, die ihm Gott gegeben hat, die Gabe nicht ihn zur Untätigkeit oder zu einem, aha, jetzt bin ich weise, jetzt habe ich alles erkannt. Nein, es zeigt, dass die Weisheit den Salomo zum Forscher gemacht hat, zum aufmerksamen Betrachter. Und so finden wir, als er die Sprüche schreibt, er sagt hier im ersten Kapitel, das sind die Sprüche Salomos, des Sohns Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe. Schaut uns, hat Gott in der Heiligen Schrift die Mittel gegeben, Weisheit zu erlangen. Und ich weiß nicht, wie viele von uns Christen wirklich den Salomo in seinen Schriften ernst nehmen. Für mich ist er, ich sage jetzt mal, mein Professor. Er ist ein Vorbild. Nicht in dem, was er falsch getan hat, aber in dem, was er geschrieben hat. Als er verstanden hat, durch die Umwege, die er gegangen ist, als er verstanden hat, was wirklich zählt. Und der weise Salomo, so wie wir ihn manchmal nennen, er schreibt etwas, um Weisheit zu vermitteln, um Unterweisung. Unterweisung ist Belehrung und hat auch die Zurechtweisung drin, werden wir sehen, werden weiterlesen. Und dass man Verständnis hat über die verständigen Reden. Dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht. Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. So hat der Salomo das kapiert von all diesen Sachen, die wir hier sehen? Hat er verstanden, was der Inhalt der Weisheit ist? Gerechtigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Weisheit ist nicht abkoppelbar davon. Sie beinhaltet das Ganze drin. Der Jakobus, der von demselben Geist Gottes, der Weisheit gelenkt ist, schreibt dieselben Eigenschaften. Jemand, der weise ist, ist wahrhaftig, er kennt die Wahrheit und er handelt entsprechend der Wahrheit. Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, wer soll was lernen? Die Unverständigen sollen Klugheit erlangen. Die jungen Männer Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der hört darauf
und vermehrt seine Kenntnisse. So, ihr seht, die Weisheit lässt sich etwas sagen. Sie ist kein geschlossenes Fass. Sie ist kein angekommenes Sein, dass man sagt, jetzt habe ich es in allen Dingen begriffen. Nein, sie ist wie ein Bau, der ständig wächst. Der wächst nicht so, dass er wieder nach unten geht und sagt, aha, hier muss ich was korrigieren. Nein, nein. Die Weisheit, die Wahrheit von Gott ist progressiv, aber sie ist nicht veränderbar in ihrer Progressivität. Das, was ich gestern als Weisheit empfangt, ist heute nicht Dummheit. Nein, nein, das ist es nicht. Ich muss nicht mich korrigieren in der Zeit der Erkenntnislernens. Ich habe einen Vortrag diesen Tagen gehört über Epigenetik und wie der Darsteller sagte, wie vor 20, 30 Jahren die Medizin mit ihrer Genetik, und so ist es ja heute zum Teil auch noch, wie man heute zeigt durch die Epigenetik, dass das Ganze doch nicht so ist, wie es damals war. Und als ich ihm zuhörte, wie er es darstellte, musste ich mir die Frage stellen, und woher willst du wissen, dass was du heute erzählst, morgen nicht auch Unwahrheit ist und nur eine Fehlerkenntnis? Woher will ich es wissen? Die Wahrheit und die Erkenntnis, die Weisheit Gottes ist nicht eine Weisheit, die Korrektur bedarf. Sie ist progressiv, sie ist das Licht scheint immer heller, so wie es hier steht, das Leben des Gerechten wird immer heller, der Pfad wird immer deutlicher. Im Vers 18, Sprüche 4, aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Das ist Progressivität. Das ist Wachstum. Die Weisheit ist nach oben offen, aber sie ist nicht korrigiert. Sie muss sich nicht korrigieren. Es ist so entscheidend, dass wir das verstehen. Ich muss wissen, die Erkenntnis, die ich heute habe, wird morgen mehr. Aber sie annulliert nicht diese Erkenntnis, die ich heute habe. Sie baut darauf. Die heutige Erkenntnis ist Licht. Sie muss nicht als Finsternis plötzlich bezeichnet werden, sondern sie geht vorwärts in Richtung, wo man angefangen hat. Nur lasst uns nicht verirren. Der Böse verirrt uns und betrügt uns und sagt, wir müssen progressiv. Ja, der Weise ist. Hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Es ist eine Vermehrung, nicht eine Änderung. Können wir den Unterschied erkennen? Können wir das wirklich sehen? Dass das, was heute als neue Wahrheit angenommen ist, letztendlich nur eine Verleugnung einer alten Sache ist, ohne Wissen, ob das morgen nicht wiederum zur Seite gelegt werden muss. Ich bin so dankbar, dass in meiner Erfahrung, nach meiner Bekehrung in diesen 11,5 Jahren, ich in der Erkenntnis, in der ich angefangen habe, Dinge zu erkennen, die Dinge nicht korrigieren muss. Das, was ich heute erkenne, bringt keine Korrektur zu dem, was ich vor 5 Jahren oder 6 Jahren erkannt habe. Es ist ein Wachstum dazu. Und das bestätigt mich in dem Sinne oder gibt mir Vertrauen, dass es göttliche Weisheit und göttliche Erkenntnis ist. Weil sie muss nicht wegwerfen, was sie einmal gelernt hat.
Sie muss nicht über den Haufen werfen. Eine neue Erkenntnis führt nicht zu der Verwerfung einer alten. Das ist nicht Progressivität. Das ist Verirrung. Das ist Dummheit. Das ist Weisheit dieser Welt, die mal etwas als Wahrheit sieht und dann wieder nicht mehr als Wahrheit sieht. So etwas gibt es nicht in der Weisheit Gottes. Das, was einmal Wahrheit ist, ist immer Wahrheit. Aber da wir ja begrenzt sind in unserem Verständnis, wachsen wir in derselben Wahrheit. Aber das, was wir einmal als Wahrheit erkannt haben, bleibt so. Es wird nur deutlicher, es wird nur mehr, es vermehrt sich. Oh, ich denke, dieser Gedanke ist uns jetzt klar geworden. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an. Da sind wir wieder beim Lebensstil. Weise Lebensführung an. Damit er den Spruch und die bildliche Reife verstehe. Die Worte der Weisen und ihre Rätsel. So, das ist eine Beschreibung. Die wir auch im Jakobus finden. Und jetzt wird er ganz praktisch. Und jetzt sagt er, wo die ganze Sache beginnt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Was hat das zusammen zu tun? Das liest er in einem Spruch. Sagt er, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Was ist die Furcht des Herrn? Wie habe ich sie? Wie kann ich es sie haben? Und ich kann auch hier nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Wie lerne ich die Weisheit? Wo fängt das Ganze an? Deshalb bin ich so verbunden mit dem Jakobusbrief, weil mein neuer Lebensabschnitt nach meiner zweiten Bekehrung meines Lebens im Jahr 2003 mit dieser Sache begann. Und ich möchte das ein wenig erzählen. Als ich frisch bekehrt war und nach nur nicht einmal 3 Wochen in der schwierigsten Sache meines Lebens mich befand, in der schwierigsten Anfechtung, da hatte mich Gott ja davor gewarnt, das habe ich euch ja erklärt, in den ersten Stunden. Da war ich vor den Kopf geschlagen und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Anfechtungen haben diese Sache in sich. Sie bringen uns vor unlösbare Situationen. Scheinbar unlösbare Situationen. Sie bringen uns eine Not, die uns wie eine Lawine überkommt. Und jetzt müssen wir etwas tun. Jetzt muss man handeln, weil wenn man in eine Not kommt, in eine Prüfung kommt, ist es notwendig zu handeln. Entweder nichts zu tun, ist auch ein Handeln, oder das Richtige aktiv zu tun, passiv zu handeln oder aktiv, es ist ein Handeln. Und da entdeckte ich den Vers 5 im Jakobus 1. Als ich mich niederkniete zu der Andacht an dem Abend mit der Familie, nach dem Telefonanruf, nach der größten der Pfeil, der voll in mein Herz getroffen hatte, da kniete ich nieder. Und während ich betete, fiel mir der Text ein,
Und ich nahm die Bibel zur Hand und sagte, hier steht's. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf, das heißt, ohne zurückzuhalten, gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wie komme ich zur Weisheit? Sie muss erbeten werden. Das heißt, in der Not, in der man ist, hat man die Fähigkeit, zu Gott zu gehen und um Weisheit zu bitten. Und ich habe es getan. Ich habe an dem Abend in der schlimmsten Stunde meines Lebens gesagt, ich werde nicht anders handeln, als Gott mir Schritt für Schritt zeigt, was ich tun soll. Und ich bin so dankbar, in dieser ersten großen Prüfung nach meiner neuen Bekehrung hat mir Gott die Schlüssel in die Hand gegeben, wie zu handeln. Und ich las dann am zweiten Tag, in diese Anfechtung hineingekommen war, saß ich am Morgen und sagte, Herr, was soll ich studieren, was soll ich lesen? Und ich hatte mein Lieblingsbuch, damals das Leben Jesu in der Hand, in der englischen Ausgabe, und ich sagte, was soll ich lesen? Und ich hatte ein Lesezeichen im Buch gefunden. Und ich öffne das Buch, wo das Lesezeichen ist. Und das Lesezeichen ist am Anfang des Kapitels die Versuchung Jesu. Und ich sehe den Titel und sage, das ist es. Das muss ich lesen. Dieses Kapitel ist ein langes Kapitel. Es ist kein kurzes. Und ich habe es ganz gelesen an dem Morgen, aber es hat mich nur ein einziger Satz praktisch angesprochen. Nur ein einziger Satz, der kam so deutlich hervor, dass ich mich wunderte, dass man ihn überhaupt sieht. Wenn man dieses Kapitel liest, weiß es nicht, wem er aufgefallen wäre. Aber der Heilige Geist hatte ihn so deutlich für mich gemacht, weil er in meiner Situation genau das praktisch ausdrückte, was ich brauchte. Und dieser Satz sagte, Jesus stand nicht zur Rede oder zum Verhandeln mit dem Versucher. In Englischen, he did not play with the tempter. Das heißt, er hat nicht versucht, mit Satan zu verhandeln, zu sagen, zu argumentieren, sondern er gab eine Antwort, ohne auf diese Sache des Zweifels und so weiter einzugehen. So, ich nahm für mich eine praktische Sache daraus. Die Versuchung kommt immer irgendwo her. Man hat immer in der Anfechtung ein Gegenüber. Mal immer eine Situation, die einen einnimmt. Und jetzt sind wir die wir verhandeln. Wir setzen uns an Tische und wir wollen die Dinge besprechen. Wir wollen mit dem Versucher in Verhandlungen eingehen. Das ist so die menschliche, ich sage jetzt mal, teuflische Art der Weisheit. Es ist nichts anderes als Streit. Es ist nichts anderes, als dass man in eine Diskussion eingeht, mit dem anderen ihn zu überzeugen, dass das, was man tut, richtig ist oder was auch immer man in der Anfechtung, in der Situation tun will. Und Gott sagt mir hier,
eines der weisesten Grundsätze, für die ich froh gewesen wäre, hätte ich sie auch in den anderen Anfechtungen immer sofort erkannt und danach gehandelt. Aber dieser Grundsatz ist mir heute so deutlich und so lebendig. Nicht verhandeln mit dem Versucher. Nicht in die Umstände hineingehen, um sie zu ändern. Nur du brauchst Weisheit. Und die Weisheit von oben ist eine Weisheit, die man anwenden kann in der Versuchung. Und so habe ich nicht mit dem Versucher, ich bin nicht mal in Kontakt getreten. Ich habe eine Entscheidung getroffen an dem Tag, nach dem Lesen, habe gesagt, okay, ich werde nicht meiner Neigung entsprechend in ein Verhandeln eingehen. Ich werde nicht versuchen, von mir aus die Dinge zu steuern und versuchen, auf den anderen einzureden und vielleicht ihn zu überzeugen. Nein, ich werde nur so tun, nur so reden, was ich zu reden habe. Null verhandeln. Oh, ist ein Grundsatz. Und man kann ihn nehmen, man liest ihn einmal, man braucht ihn in einer Anfechtung und man kann ihn in jeder Anfechtung wieder nutzen. Reicht er alleine aus? Nein. Aber er ist die erste Erkenntnis. Es ist der erste Baustein, wenn man so will, in einer Anfechtung, den mir Gott gab. Ich sagte, okay, ich muss diese Dinge, ich muss handeln. Und der erste Hinweis, der erste Schritt, den mir Gott gab, war: Verhandle nicht. Gib deine Antwort, mach deine Reaktion, mach das, was wichtig ist zu tun. Aber geh nicht in eine Argumentation, in ein Verhandeln ein. Meine Lieben, das war ein Baustein, den muss ich nie entfernen aus meinem Leben. Der ist fest für alle Ewigkeit. Solange wir auf dieser Erde, würde ich zumindest sagen, weil in aller Ewigkeit werden wir keine Anfechtung haben. Aber hier, das ist ein Grundbaustein der Weisheit, die wir brauchen auf Erden, um im Kampf und um standhaft zu werden. Aber wie lernt man sie? Man lernt sie nur, indem man Gott bittet. Und indem Gott mit seiner Gnade uns das, was wir lesen, so anstreicht, dass wir sehen. Aber dafür brauchen wir ein demütiges Herz. Dafür brauchen wir ein Herz, das sich an Gott wendet und sagt, okay, ich mache nur das, was du mir sagst. Aber bitte hilf mir, lass mich es verstehen. Gott spricht zu uns in seinem Wort ganz deutlich. Das ist meine Erfahrung. Wir brauchen nicht Ideen, wir brauchen nicht Eindrücke, wir brauchen Grundsätze, nach denen sich unser Geist richtet. Und hat er diesen Grundsatz einmal gelernt, dann wird er ihn anwenden bei jeder neuen Notwendigkeit. Und er muss ihm nicht mehr neu gelehrt werden, er wird nur in Erinnerung gebracht. Und damit vermehrt sich Erkenntnis nach Erkenntnis, die praktisch ist, es auszuleben. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, ist der Anfang der Erkenntnis. Wieso? Ich fürchte mich, alleine zu handeln, wenn ich so die Furcht des Herrn beschreiben kann. Ich bin mir meiner Unfähigkeit bewusst. Und ich wende mich an den, der die Fähigkeit hat, mich fähig zu machen. Ich renne nicht alleine los, ich handle nicht entsprechend meinen Eindrücken, ich handle in der Furcht des Herrn,
Die Furcht des Herrn bedeutet, ich mache mich in meinem Handeln von ihm abhängig. Ich frage ihn. Ich bitte ihn um Rat. Ich lasse ihn nicht los, bis ich nicht weiß, was ich tun soll. Das ist die Furcht des Herrn. Sie ist die Erkenntnis meiner Nichtigkeit, meiner Abhängigkeit. Sie bewahrt mich, das Gesetz zu übertreten. Die Furcht ist eine kalkulierbare Angst, wenn ich es so will, die erkennt, ich gehe jetzt, ich muss verhindern zu verlieren. Das ist Angst, ist Furcht. Ich muss verhindern zu verlieren. Das wissen wir, wie unser Herz funktioniert. Also muss ich eine Strategie haben. Ich brauche eine Information, nach der ich handle, die mir hundertprozentig zeigt, wie ich gehen soll. Und da ich das in mir nicht habe, muss ich zu Gott gehen und sagen, okay, Herr, du weißt den Weg. Du weißt, wie ich jetzt hier in dieser Situation, ich muss handeln, ich muss was tun, ich bin angefochten, ich bin in der Versuchung. Zeig mir den Weg. Und jeder, der hier aufrichtig nach Gottes Weg sucht, der wird von Gott gelenkt und geleitet. Nicht auf mystische Art, sondern mit klarem Bewusstsein. Ich verstand, verhandle nicht mit dem Versucher. Und ich tat es sofort. Alle im ganzen Haus, jedem habe ich es gesagt, wir werden nicht verhandeln mit dem Versucher. Wir werden keine notwendige Kommunikation aufbauen, um zu verhandeln. Wir werden den Grundsatz Gottes tun, genauso wie Jesus ihn uns im Vorbild getan hat. Oh, wie kostbar ist mir Jesus geworden in seinem Vorbild im Umgang mit dem Versucher. Nie vergessen werde ich das. Ich möchte es immer in meinem Herzen geprägt haben, weil es macht mich zu einem Menschen, der weise handeln kann in der Anfechtung. Es ist ein Schritt. Gott hat mir viele weitere Schritte, Schritt für Schritt, gezeigt in seinem Wort. Und wenn ich nicht gezweifelt habe daran, und habe es angenommen von ihm. Weil es steht ja hier, er bitte aber im Glauben. Und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Das heißt, wenn wir Gott bitten um Weisheit und wir finden die Erkenntnis und sie mag genau entgegengesetzt sein unserer eigenen Neigung. Schaut, ich bin ein Verhandler von Natur. Ich bin jemand, der versucht, Dinge zu argumentativ zu erläutern. Und was ich mir ausgemalt habe, wie ich vorgehen soll in dieser Sache, war argumentieren, verhandeln. Und jetzt sagt Gott, schweig, verhandle nicht. Und ich muss es glauben, dass er mir sagt. Und im Glauben handeln. Das heißt, ich gehe nicht hin und sage, ah, hat das mir jetzt Gott gesagt oder nicht? War das jetzt ein Zufall? Passt das jetzt auf mich? Ja, ich muss die Dinge analysieren. Aber sehe ich den Zustand, sehe ich, ich bin in derselben Situation und ich sehe den Grundsatz, dann tust du ihn. Ich kenne auch diese Sache mit dem Zweifel. Nach 2 Tagen habe ich Gott wieder gebeten in derselben Sache. Und ich wollte wissen, soll ich jetzt zu Gericht gehen? Soll ich etwas unternehmen? Soll ich tun, das Menschliche,
nicht mit dem Versucher zu verhandeln. Man kann ja zum Gericht gehen, damit das Gericht einem Recht schafft. Ist ja auch kein falscher Weg. Salomo war Richter. Ist nicht falsch, sich an eine höhere Instanz zu wenden in gewissen Situationen. Aber ich bitte Gott, mir Weisheit zu schenken. Soll ich es tun oder nicht? Ich frage ihn. Ich gehe nicht einfach, ohne zu fragen. Und er sagt mir dann, Jesaja 41, 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die gegen dich erzürnt sind. Es werden zunichte und kommen um die Männer, die gegen dich kämpfen. Du wirst sie suchen, aber nicht finden. Die Leute, die mit dir streiten, wie nichts und gar nichts werden die Männer, die gegen dich Krieg führen, sein. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Das ging hinein wie Öl, wenn man so will, in einen heißen Motor. Und ich sagte, wow, ist das Gott, der hier zu mir spricht? Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich nehme dich bei deiner Hand, ich helfe dir. So. Zum Gericht gehen? Die Antwort ist nein. Keine Aufforderung, etwas zu tun. Es steht hier nur, lass mich handeln, ich werde es für dich tun. War super. Aber was habe ich getan am nächsten Tag? Am nächsten Morgen stehe ich auf und ich bin voll im Zweifel. Ist das jetzt wirklich ein Nein? Wird jetzt Gott wirklich für mich kämpfen und ich sollte in dieser Sache nicht mich ans Gericht wenden? Ich habe 10 Tage lang gekämpft mit dem Zweifel. Und da hat mir dieser Jakobusbrief so geholfen. So geholfen. Weil als ich mir das zur Hand nahm und sagte, wer da zweifelt, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer da zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her gewogen wird. Der glaube nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Und ich habe diese Unbeständigkeit erlebt in mir, die 10 Tage. Und am Ende der 10 Tage habe ich gesagt, okay, ich habe nur eine Wahl. Ich glaube es und ich glaube es nicht. Ich verlasse mich auf Gottes Wort und nicht. Aber ich habe in diesen 10 Tagen diese Schrift durchforscht und habe gesucht nach Bibeltexten. Ich habe gesucht nach irgendeinem Bibelvers, der mir zeigt, ich soll etwas tun. Und alles, was ich las, war Vertraue mir. Wir müssen in manchen Situationen handeln. Aber es gibt Situationen, wo es gut ist, wenn wir Gott handeln lassen. Und das zu unterscheiden und zu erkennen, da brauche ich Gottes Geist. Da brauche ich eine Beziehung zu Gott. Da muss ich feststehen. Da muss ich einen Zugang zu ihm haben. Und ich bin ihm so dankbar für diese Erfahrung des Zweifels, dass er mir gezeigt hat, wie schlimm das ist in meinem Herzen. Und nach 10 Tagen habe ich die Entscheidung getroffen, ich werde auf Gott verlassen mich und gucken, was wird er tun? Ich werde nicht zum Gericht gehen. Ich werde nicht versuchen, dieses auf menschliche Art und Weise zu lösen. Er hat mir gesagt, ich helfe dir, ich tue es. Und ich fand wieder meine Ruhe darin. Und ich bin so dankbar, er hat es gut gelenkt. Er hat es gut gelenkt. Und bin dann in andere Schwierigkeiten eingekommen und in andere Schwierigkeiten. Und ich musste lernen. Lernen Schritt für Schritt. Seht ihr die Zucht des Herrn, die Schwierigkeiten. Aber man versagt in diesen Anfechtungen recht häufig. Und ich habe häufig versagt. Aber dieses Versagen war notwendig, damit ich wachse. Dieses Versagen war notwendig, damit ich erkenne das, was ich sonst nicht erkannt hätte.
Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirr nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Wir brauchen Zucht. Wir müssen erkennen, wenn wir die Fehler machen, dass Gott uns da rausholt. So, es wäre noch viel zu sagen über die Weisheit, aber über die Demut der Weisheit. Wir sind noch gar nicht gekommen zum Kapitel 4, aber ich möchte es dann in der nächsten Betrachtung tun. Ich möchte nicht leicht über diese Verse hinwegfliegen. Ich finde es schade, wenn wir über solche Dinge, die ganz entscheidend und praktisch sind, nur einen Tag zum Meditieren haben oder zwei und dann geht man weiter und dann bleibt man manchmal an Sachen stehen, die doch nicht so entscheidend praktisch sind. Wollen wir lernen von Gott? Wollen wir demütig werden? Wollen wir weise sein? Da die Weisheit aus der Wahrheit kommt und Gerechtigkeit produziert, wenn man so will, ist sie unabdingbar für uns, wenn wir das Werk Gottes in diesen letzten Tagen dieser Welt mitbestimmen und bis zum Ende dabei sein wollen. Sein. Ein Volk ohne Weisheit ist nicht ein Volk Gottes. Gottes Volk muss ein weises Volk sein. Wir müssen die Berater dieser Welt werden, oder nicht? Aber wenn unsere Weisheit die Weisheit der Welt ist, wenn wir verhandeln, wenn wir, ich sage jetzt mal, den Frieden stiften wollen mit Kompromissen, mit Zusammensetzen an Tischen und nicht mit einer klaren Charakterbildung, Lebensstil, Lebensweisheit. Lasst sie uns nochmal durchgehen, wenn wir uns an die Tafel blicken und schauen. Die Weisheit ist Wahrheit und sie produziert Gerechtigkeit. Die Werke führen zu guten Früchten. Der Einfluss in die Welt ist ein anderer. Sanftmut und Demut, Selbstbeherrschung, friedfertig sein, gütig, wohlwollend, zuzuhören, verständnisvoll, bereit sein, die Weisheit zu vermehren, Barmherzigkeit, unparteiisch sein in seinem Geiste, ohne Heuchelei. Wer von uns wünscht sich das nicht? Und wer aus der Welt würde nicht bestaunen einen Menschen, der das kann? Schaut, die Welt geht immer mehr in einen Sog der Rastlosigkeit, in einen Sog der Friedlosigkeit, in einen Sog der Sorge und der Not. Und stellt euch vor, sie trifft einen Menschen mit dieser Eigenschaft des Lebens, der völlig friedlich ist in Gott, der weiß, wie er handeln soll in der schwierigsten Not und er bleibt friedfertig und demütig, weil er gelernt hat, Schritt für Schritt die Weisheit in sein Leben einzubauen, als Taten. Er hat sie nicht nur verstanden, er hat gehandelt danach. Er ist in der Zucht des Herrn gewachsen und das ist sein Charakter, das ist sein Bild. Glaubt ihr, die Welt würde uns hören, wenn sie uns sehen würde so? Ich bin mir sicher. Oh, Gott hat so eine große Not nach Menschen, die sich von ihm belehren lassen, die zu ihm kommen und ihn bitten. Und er hält nichts vor. Wir
Wir können nicht mit Gott gehen und dumm bleiben. Wir können nicht mit Gott gehen und in einer streitvollen Art und Weise bleiben in unserem Leben. Wir können nicht mit Gott gehen und in der Selbstsucht unseres Herzens bleiben. Es geht nicht. Neid wird ausgestoßen werden aus uns. Och, wenn wir das doch verstünden. Jeder, der mit Gott geht, wird weise. Es ist unmöglich, dass er nicht weise wird. Es ist unmöglich, dass er nicht die Wahrheit erkennt. Es ist unmöglich, dass er nicht die Gerechtigkeit lebt, Recht tut. Deshalb können wir uns messen, wie viel wir mit Gott gehen, wie eng wir in der Furcht des Herrn verbunden sind mit ihm, dass wir ohne ihn nichts tun wollen, weil wir wissen, wir können es nicht. Und wir werden besonnen und wachsen an der Erkenntnis. Und in dem größten Konflikt, der sich auf uns zukommen wird, werden wir das Licht der Wahrheit, das Licht Gottes sein, durch einen Lebenswandel, durch einen Charakter, den niemand leugnen kann, dessen göttliche Kraft niemand übersehen kann. Weil das ist aus Gott gewirkt. Das kann sich kein Mensch aneignen. Aus sich selbst heraus. Das muss Gottes Werk sein. Aber es wird sich in uns nie erfüllen. Durch Zufall. Es wird sich nur erfüllen, wenn wir Kinder sind, die lernen, belehrbar sind und vorwärts gehen, Schritt für Schritt, bis wir das Ziel erreicht haben. So, was willst du tun? Möchtest du erkennen deine Not? Siehst du sie? Ich sehe sie bei mir heute, wie ich sie noch nie gesehen habe. Gott hat mir viele, viele Dinge habe ich gelernt. Aber ich könnte nicht sagen, ich habe diese Dinge alle erreicht. Nicht einmal eins, weil, denke ich, habe ich im Stress, wann bin ich gütig zu dem, der mich anmacht? Oder geduldig, friedfertig. Aber ich habe es fest vor. Und ich werde Gott keine Ruhe lassen, so wie er mich in diesen letzten 11 Jahren und einem halb geführt hat. So wie er Dinge in meinem Leben mich gelehrt hat und befähigt hat zu tun, so will ich nicht nachlassen an ihm, möchte in der Furcht des Herrn wachsen, bis ich das Ganze erreicht habe. Bis in jeder Situation ich unparteiisch, heuchelei-frei, gütig, friedfertig, völlig selbstbeherrscht und sanftmütig und demütig mit meinem Gegenüber umgehe. Oh, was für ein großes und schönes Ziel hat uns da Gott vor Augen gestellt. Und die 144.000, die Erstlinge, denen der Jakobus schreibt von Gottes Auftrag, sie werden diese Weisheit völlig besitzen. Es ist eine Verheißung. Die werden das tun können. Die werden nicht nur Theoretiker sein, die werden fähig sein zu stehen im Sturm dieser Welt, im schlimmsten Sturm dieser Welt. Und sie werden unbeweglich sein, wie unser Heiland, als er im Sturm am Kreuz und vor dem Kreuz stand. Unbeweglich, klar, alles haben sie überwunden und sie stehen und können in ihrem Charakter das Wesen Gottes, die Weisheit Gottes offenbaren. Möchtest du das nicht auch? Ich wüsste nicht, was schöner sein könnte auf dieser Welt.
Ich müsste nicht, was kostbarer sein könnte, zu erlangen auf dieser Welt, als diese Weisheit. Wüsste nichts, was mich mehr befriedigen würde, wie diese Dinge fähig zu haben, zu tun. So lasst uns nicht nachlassen in unserem Gebet, unserem Wandel mit Gott, bis dieses Werk in uns völlig vollkommen wird. Amen.